Alter, was für ein Tag. Erstmal aus sämtlichen Städten raus. Ja, und damit moin, meine Schokohäschen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, was soll ich sagen? Heute hat die albanische Mafia meinen Videodreh unterbrochen. Das ist kein Clickbait. Das ist auch kein, hey, wir quatschen heute mal übers Autovideo, sondern das ist eher eine Art Verarbeitungsvideo für meine Psyche. Ich bin gestern in Albanien angekommen. Alles gut. Ich bin in der Stadt Skoda oder Skoda oder Skodra, je nachdem, wo ihr herkommt. Und denke mir, hey, ich muss Geld wechseln. Ich kann die Sprache nicht. Ich muss mir eine SIM-Karte auftreiben. Könnte ja interessant werden. Du Tobi, da mache ich ein Video draus. So, schauen wir da mal rein. So, hallo und herzlich willkommen in Albanien. Ich bin gestern hier angekommen, wollte mir eine SIM-Karte kaufen. Da merke ich, sie benutzen hier ein ganz anderes Geld. Das bedeutet, ich muss zuerst irgendwo Geld wechseln. Die benutzen hier die Währung Lek. Und dann muss ich noch die SIM-Karte kaufen. Guckt euch das an, ey. Das ist schon ein Kulturschock. Hallo. Oh Mann, das ist unglaublich, ey. Ist das krass. So. Albanien. Ich wurde ständig unterbrochen. Überall wollen sie einen was verkaufen. Man merkt auch, dass die Stadt floriert richtig. Überall sind die Omas an den Straßen und versuchen einen selbstgenähte Schuhe anzudrehen. Vielleicht kaufe ich mir welche zum Testen einfach nur. Ja, wie man sieht, bin ich zunächst noch im totalen Kulturschock. Der Unterschied zu Montenegro ist echt groß. Albanien war sehr lange von der Sowjetunion regiert und danach auch von vielen Pleiten und Pechsträhnen verfolgt. Was ihnen an Geld fehlt, das haben die Menschen einfach im Herzen. Mit der Zeit konnte ich mich immer mehr mit den Leuten anfreunden. Ich habe dann zufällig beim Herumspazieren eine Wechselstube gefunden, konnte mein Geld schnell wechseln. Das habe ich natürlich nicht auf Kamera. Und so langsam begann die Faszination Albanien mich einzunehmen. Wow. Can I go inside? Thank you. Albanien ist hauptsächlich muslimisch. Aber die nehmen das nicht so ernst. Also es gibt hier überall Alkohol zu kaufen und Zigaretten zu holen. Ich habe schon Leute mit Tattoos an den Händen gesehen. Und da ist ein Verbotsschild. Keine Schuhe. Keine Schuhe, Leute. Habe ich auch noch nie gesehen. Was heißt, ich ziehe jetzt meine Schuhe aus. Okay. Soll ich da jetzt in Socken reingehen? Ich glaube, ich muss hier Schlappen tragen, aus hygienischen Gründen. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie die ganzen Leute hier auf dem Boden knien und Richtung. Was war das? Norden beten? Ne, Richtung Mekka war das, ne? Eieiei. Das ist ja ein Erlebnis, hier zu stehen. Es ist so still hier. Okay, ich hole wieder ab. Handys verboten. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Muslim damit verstört, dass ich da mit meinen Socken reingegangen bin. Ich bin einfach nur ein Idiot. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ja, mehr gibt's hier nicht. Mann, ey, wie ist da drin roch, so sauber. Okay, weiter geht's. Geld gewechselt habe ich schon. Jetzt muss ich irgendeinen Laden finden, der mir eine SIM-Karte verkauft und mich hoffentlich nicht abzieht. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Hier stehen die Autos einfach auf der Kreuzung herum. Alter, ist das krass. Die Fußgänger laufen kreuz und quer dazwischen her. Unglaublich. Ja, und mit den Eindrücken konnte ich zu dem Zeitpunkt sagen, Albanien ist wie eine andere Welt. Aber das hört man ja in der ganzen Stadt. Ich besuchte daraufhin noch ein paar Supermärkte, um die Preise zu vergleichen. Und nach 2 Stunden machte ich mich dann gezielt auf die Suche nach meiner SIM-Karte. Hey, hallo, sorry. Do you speak English a little bit? I need a SIM card for my smartphone. Where is the best? There. One. One. You want? Oh, yes. Thank you. 33 Gigabyte für 2200 Lek durch 115 sind, weiß nicht, ich lasse das mal 10, zwischen 10 und 15 Euro, das passt alles. Meine Mission in der Stadt war damit erfüllt. Ich hatte Geld und meine SIM-Karte. Doch die Stadt hat mir so sehr gefallen, dass ich noch herumlief, mir so einigen Krimskrams gekauft habe und natürlich auch das örtliche Essen probieren musste. Thank you. Bye. Bye.
Weißbrot mit irgendeinem Fleisch drin. Ist aber lecker. Da wird hier überall angequatscht. Die Leute sind so offen und freundlich. Die war es aber sehr lecker. Ich hoffe, in dem Essen ist kein Rinderhirn drin oder so. 100 Leck, das sind 80 oder 90 Cent oder sowas. Hallo. Boah, dafür ist das aber unheimlich lecker. In Frankreich laufen die Leute mit Baguettes unter den Armen her. In Albanien gibt es überall Brötchen mit Würstchen für 80 Cent. Ich frage mich, warum wir sowas in Deutschland nicht haben. Und dann ist es passiert. Wie aus dem Nichts. Stell dir vor, du bist hier alleine unterwegs. Du tauchst weiter in die Stadt ein, indem du in eine kleine Gasse mit scheinbar unendlich vielen aneinandergereihten Läden gehst. Alte, rostige Dieselautos und Mofas drängen sich, während ein Hochglanz-BMW-SUV eine offensichtlich wichtige Diskussion mit einem der Ladenbesitzer hat. Von jetzt auf gleich eskaliert die Diskussion und eine Frau schreit auf. Vor dem Geschäft steht die Familie des Besitzers. Aus dem Auto steigen 4 Männer aus. Und du brauchst eine Sekunde, um zu bemerken, dass der erhöhte Lärmpegel, den du hörst, von wild umherschwingenden Fäusten kommt. Alle schlagen mit voller Gewalt aufeinander ein. Dein Körper füllt sich mit Adrenalin. Und im nächsten Moment siehst du, wie ein Mann mit hasserfülltem Blick aus dem Fahrzeug springt und er hat eine Schusswaffe in der Hand. Was tust du? Was tust du? Wer jetzt erwartet, ich hätte meine Jacke ausgezogen und den Superhelden gespielt? Nein. Ich habe auf den Boden geguckt, wie jeder andere auch in der Straße. Schließlich will ich kein Augenzeuge sein. Und zum Glück ist auch kein Schuss gefallen. Ganz im Gegenteil, die Waffe hatte sogar eine deeskalierende Wirkung. Die Streitereien haben sofort aufgehört. Und die ganze Situation wurde zu einer Nachricht. Für alle Ladenbesitzer. Wir haben hier das Sagen. Selbst ich habe das verstanden. Und so habe ich meinen Plan, noch einen Tag länger in der Stadt zu bleiben, über Bord geworfen und bin noch in derselben Stunde abgehauen. Nicht, dass sie noch auf die Idee kommen, dem komischen Fremden, der mit einer Kamera durch die Stadt läuft und potenzieller Augenzeuge ist, noch die Regeln beibringen zu müssen. Ich wünschte, es wäre nicht passiert, aber ich schätze, so läuft das einfach in wunderschönen Albanien. Ich wünschte auch, ich wäre länger in der Stadt geblieben, da sie so gefüllt war mit Kultur. Ich wollte da ein richtig schönes Video daraus machen. Jetzt bin ich geflüchtet in einen Nationalpark, um einfach mal Ruhe zu haben und alles ausklinken zu lassen. Aber wofür ich tatsächlich am meisten froh drum bin, ist, dass nichts Schlimmes passiert ist. Und so geht das Leben weiter im wunderschönen Albanien. Ich fühle mich trotzdem sicher, besonders seitdem ich auf dem legendären Typ Q-Bunker sitze. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, obwohl es so düster ist. Ich hoffe auch, euch wird sowas niemals passieren. Und wenn doch, dass ihr genauso schadlos aus der Situation rauskommt. Ich möchte dieses Video auf jeden Fall auch für mich behalten. Auch auf jeden Fall weiter in Albanien reisen. Dafür gibt es hier zu viele kulturelle Schätze. Bin schon sehr gespannt, worauf ich als nächstes stoße. Und ja, man sieht sich unterwegs.